Isabelle, gut siehst du aus. Schön, dass du da bist. Die Scheidung von meiner Schwester steht dir. Danke. Hallo, meine Süße. Mama. Ich bin so froh, dass du da bist. Ich brauche deine Unterstützung für mein Hochzeitsoutfit. Wo ist denn dein Freund, dieser Fotograf? Es hat sich ausgeknipst. Isabelle, lass dich umarmen. Aha. Ach, ich wollte schon immer eine so schöne Tochter haben. Ja, und jetzt bekommst du gleich zwei. Ja, und das zum Preis für eine Hochzeit. Ich bin ein glücklicher Pilz. Komm, ich bring dich hoch. Bis gleich. Alles wie immer. Danke, Greg. Dafür hat man noch große Brüder. Hilfst du mir? Klar. Sag mal, dürfen wir als Stiefgeschwister jetzt eigentlich miteinander ins Bett oder wäre das Inzest? Na, den griechischen Göttern wäre es doch egal. Da hat doch sowieso jeder mit jedem, oder? Bitte? Scherz. Ich bin es nicht gewohnt, keinen Mann zu haben. Bitte entschuldige mein kindisches Verhalten. Wenn ich in diesem Zimmer stehe, dann fühle ich mich immer höchstens wie 12. 12 wollte ich noch Fußballprofi werden. Und ich Fotoreporterin. Kannst du doch immer noch. Greg? Schon komisch, dass wir jetzt wieder eine Familie sind, oder? Ja, deine Schwester ist nicht so erfreut. Ach, Abby und ihre Prinzipien. Ich habe nie verstanden, warum sie dir den Laufpass gegeben hat. Und das ist kein Scherz. Danke. Hey, ist alles in Ordnung mit dir? Ging schon besser. Nimmst du mich kurz in den Arm? Abby! Na? Na? Siehst ein bisschen müde aus. Der Wahlkampf scheint dir auch ganz schön zugesetzt zu haben. Kein Wunder bei der Konkurrenz. Und, wen wirst du wählen? Welche falschen Versprechen habt ihr mir denn anzubieten?